Es war gestern und heute ein Wechselbad der Gefühle. Wir haben gestern eine ganz tolle Veranstaltung vor der Verhandlung gehabt, wo 800 Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Tarifgebiet da waren. Aus dem Norden, aus Bremen, aus Osnabrück, aus Salzgitter und aus dem Süden bis hin zur Herborn. Das war eine tolle Veranstaltung. Die Arbeitgeber haben endlich mal ein Angebot vorgelegt. Ist nicht zufriedenstellend, aber wir sind meiner Meinung nach erstmal einen Schritt weiter. Es war die Schwierigkeit, wie gehen wir jetzt damit um, weil 2,5% und 600 Euro ist nicht ausreichend. Eine Einschränkung bei dem Thema, wer überhaupt das Geld in Zeit wechseln darf, haben sie vorgenommen. Was die Jungen besonders ärgert, es ist nichts gesagt worden zum Thema Ausbildungsvergütung, es ist nichts gesagt worden zum Thema Urlaubsgeld für Azubis und auch nicht zur Verhandlungsverpflichtung. Wir sind aus der Jugend enttäuscht, wir haben mehr erwartet. Das andere ist, dass sie endlich ihre Blockadehaltung bei dem Thema Zeit und Geld aufgehoben haben. Das ist das, was wir als Positives mitnehmen. Es gab dann viele Fragen, die geklärt werden sollen. Und wir haben schon wieder heiß diskutiert, gestern in der Verhandlungskommission auch, was wir jetzt für Schritte einleiten, was wir machen. War eine sehr rege, heftige Diskussion von okay, müssen wir sehen, bis geht gar nicht. Wir müssen jetzt noch eine Runde nachlegen. Die Kollegen sind heiß, sie wollen mehr machen. Wir müssen aber auch die Chance geben, dass Dinge geklärt werden können. Wir haben jetzt beschlossen, dass wir 7 Tage erstmal eine Expertenkommission arbeiten lassen mit dem Arbeitgeber zusammen, um die Thematik Zeit und Geld genauer zu definieren. Und das Ganze bewerten wir dann am 27. Und dann müssen sie mit deutlich verbesserten Angeboten kommen. Dann müssen wir merken, dass sie es ernst meinen. Das ist aber auch gestern signalisiert worden. Es ist deutlich gesagt worden von der anderen Seite, das ist ein erstes Angebot, sie sind bereit zu verhandeln. Das heißt, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir gut aufgestellt sind, dass wir unsere Positionen gut verteidigen. Wir geben dem Arbeitgeber jetzt noch eine Woche Zeit. Da muss was kommen. Wir stehen quasi schon in den Startlöchern in der Jugend. Wir als Jugend sind die Zukunft in der Stahlindustrie. Der Arbeitgeber braucht uns. Wofür ich wirklich nochmal Danke sagen will, ist für die tollen Warnstreiks der letzten 2 Wochen. Wir haben auf der letzten Tarifkommission vereinbart, wir machen 2 Wochen der Unruhe. Und wir haben es geschafft, über 2 Wochen lang im gesamten Tarifgebiet überall Unruhe zu schaffen, mit vielen, vielen unterschiedlichen Aktionen. Dafür ein herzliches Dankeschön an alle, die dabei waren, an alle, die das vorbereitet haben. Das hat uns als Verhandlungskommission gut getan und dazu geführt, dass die Arbeitgeber endlich sich bewegen.